die Rosies. Heute ist Dienstag, das ist die Sarah. Und das ist die Denise. Okay. Okay, damit wir das geklärt haben. Ihr habt unter dem letzten Video sehr viele positive Kommentare zu der lieben Denise geschrieben. Dankeschön. Deshalb wird sie jetzt erstmal dabei bleiben. Um das mal ganz kurz von meiner Seite her auch klarzustellen, das war meine Entscheidung, Denise mit hier in die Videos zu holen. Das war mit den anderen Nosy Roses so an sich erst noch nicht abgesprochen, aber jetzt ist Denise erstmal dann immer dabei, wenn es zeitlich passt. Ja. Ne? So, das Wochenthema. Das Wochenthema lautet Transsexualität. Genau, da weder Denise noch ich transsexuell sind, mussten wir uns Hilfe holen. In Form von? Noah. Genau, Noah. Noah ist ein Transmann, der jetzt mitten in der Umwandlung steckt und ich glaube am 13.10. hatte er seine erste Testosteronspritze, also noch mittendrin. Er ist 18 und ja, wird jetzt gleich im Anschluss ein paar Fragen beantworten. Ja. Hallo Leute, ich heiße Noah, bin bald 19 Jahre alt und ich wurde von Sarah ausgewählt, zum Thema Transsexualität ein paar Fragen zu beantworten, weil ich selbst trans bin. Ganz kurze Erklärung. Am Montag hat ja schon Hanna eine kleine Definition gegeben, was Transsexualität ist. Und ich möchte jetzt hier einfach so als kleines Beispiel dastehen, um euch ein bisschen näher zu bringen, was das ganze Thema so für Sachen an sich hat. Ich selbst wurde als Mädchen geboren, lebe aber schon seit gewisser Zeit als Junge, weil ich mich einfach besser mit dem Geschlecht identifizieren kann. Oder was heißt besser, ich identifiziere mich einfach als Junge. Und ja, ich bin seit letztem Jahr bei allen wirklich geoutet, also letzten Herbst ungefähr. Also das heißt auch in der Schule, bei meinen Eltern sowieso schon länger. Und nehme auch seit dem 13. Oktober 2011 das männliche Hormon Testosteron in Form von Monatsspritzen. Das heißt, ich bin jetzt seit 3,5 Monaten circa auf Testosteron, also in der Hormonbehandlung. Ich will noch kurz erwähnen, dass das, was ich von mir selbst erzähle, auf keinen Fall auf alle transsexuellen bzw. transidenten Personen zutrifft. Ich kann einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen aus reden und ich versuche trotzdem das Ganze so allgemein wie möglich zu halten. Die erste Frage, stehst du auf Frauen oder Männer? Ich selbst will mich da nicht festlegen, weil ich kann mich auch weder mit dem Begriff hetero, bi noch homosexuell anfreunden, für mich selbst jetzt. Und mir ist es auch relativ egal und wenn es passt, dann passt es eben. Trotzdem finde ich es immer wieder witzig, wie die sexuelle Orientierung einer Person oder eben auch Nicht-Orientierung direkt mit der Identität einer transsexuellen Person in Verbindung gebracht wird. Aber ich glaube, dass es liegt einfach daran, dass es eine sehr ungeschickt gewählte Begrifflichkeit ist, weil transsexuell denkt man natürlich irgendwie an Sexualität, was aber wirklich nichts mit der Identität einer Person zu tun hat. Ich habe mich als allererstes, als ich realisiert hatte, dass ich wirklich trans sein könnte, habe ich mich an meine Eltern gewandt und das war vollkommen die richtige Entscheidung. In der Schule und in meinem Freundeskreis bin ich natürlich überall geoutet, hatte ich ja schon erwähnt. In der Schule hatte ich mich einmal letztes Jahr, am 20. September war es, das weiß ich noch genau, habe ich mich vor der gesamten Lehrerschaft geoutet. Wir hatten so eine kleine Dienstbesprechung im Lehrerzimmer und ich bin halt kurz davor gestanden und habe die Sache erklärt. Und ich denke, diese offene Art, mit der Sache umzugehen, war für meine Umstände genau das Richtige. Und ich würde es natürlich jedem anderen empfehlen, aber man muss auch immer abwägen, wie die eigene Lebenssituation gerade aussieht und was
am vorteilhaftesten wäre für einen. Meine Freunde würde ich nicht meine Freunde nennen, wenn sie mich nicht in dem Maße unterstützen würden, in dem sie es jetzt schon tun. Und dafür bin ich sehr dankbar natürlich. Also ich habe die besten Freunde, die ich mir vorstellen könnte. Ja. Auch zu guter Letzt von meiner Familie bekomme ich das allergrößte Maß an Unterstützung in meiner Entscheidung, mich meinem gewünschten Geschlecht anzugleichen. Vor allem ist die größte Stütze sind meine Eltern, die mich wirklich in allem unterstützen und mir vor allem helfen bei allem kleinen Kram, den ich selber nicht so richtig auf die Reihe bekomme. Und ich weiß, dass es nicht jedem so geht und dass es wirklich einer der wenigen Einzelfälle ist bei mir, wo wirklich alles so rund läuft. Und ich würde natürlich jedem wünschen, dass es wirklich so glatt alles abläuft und man so viel Unterstützung aus dem Umfeld erfährt. Sind ein paar Fakten für die Vornamens- und Personenstandsänderung, das heißt Personenstand männlich oder weiblich, also männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich, braucht man zwei Gutachten von zwei unabhängigen Psychologen, in denen einfach bestätigt wird, dass eine Transsexualität vorliegt. Ja, das bekommt man nach einigen Gesprächsstunden. Das variiert aber die Zahl der Gesprächsstunden von Arzt zu Arzt oder von Psychologe zu Psychologe. Das ist ziemlich ungeregelt in Deutschland, aber man kann sich ja auch bei keiner Person gleich schnell sicher sein. Aber zur Testosteroneinnahme speziell, jetzt bei mir von Frau zu Mann, transsexuellen Personen, ist es so, dass man oder dass ich zumindest einfach noch eine Indikation von meinem Arzt gebraucht habe, von meinem Psychologen, Entschuldigung, in der mein Psychologe einfach kurz dem Arzt geschildert hat, dass ich jetzt mit der Hormonbehandlung anfangen kann und dass es in Ordnung geht. Wie sieht es mit Urkunden und Zeugnissen aus? Und weil da ja ein anderer Name drin steht, die Sache ist eigentlich relativ einfach, sobald man die Vornamensänderung hat und das die Bestätigung vom zuständigen Amtsgericht, dann können diese ganzen Sachen wie auch Personalausweis und Führerschein geändert werden. Ist halt ein Haufen Papierkram, aber es ist machbar. Und da möchte ich zuerst darauf eingehen, dass nicht jede transsexuelle Person, beziehungsweise transidente Person oder Transgender auch genannt, gleich eine geschlechtsangleichende Behandlung unternehmen möchte. Und das ist auch völlig okay so. Und trotz dieser Entscheidung ist diese Person nicht weniger trans als eine Person, die sich für alle möglichen Schritte entscheidet. Das ist wirklich ganz wichtig, sich zu merken. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwann mal einem Transmann oder einer Transfrau begegnet, die keine Hormone nimmt und auch nicht vorhat, es zu beginnen, dann ist diese Person nicht weniger trans oder in dem Falle eben nicht weniger Frau oder Mann, als eine, die sich dafür entschieden hat. Das ist wirklich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und da möchte ich, dass das jeder versteht. Möglich sind aber folgende Schritte. Die Vornamens- und Personenstandsänderung, wie ich schon erwähnt hatte, also ich spreche jetzt nur für Frau zu Mann Transsexuelle, weil das Ganze wird sonst nicht in so ein kleines Video passen. Dann die Mastektomie, das heißt die Brustentfernung. Die Hysterektomie, das ist die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke, was einen natürlich auch unfruchtbar macht. Dann gibt es natürlich auch noch einige Methoden, einen Penis aufzubauen. Wer dazu aber Fragen hat, der kann mich gerne per persönliche Nachricht fragen. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausbauen, weil das einfach zu lang werden würde für das Video. Das Ganze war ungefähr vor 2 Jahren, 2,5 Jahre bald. Ja, wer noch mehr Informationen braucht zum Thema geschlechtsangleichende Hormonbehandlung bei Frau zu Mann Transsexuellen, der kann gerne auf den Link klicken, den Sarah hoffentlich unten in die Info einfügen wird und da können wir euch dann noch mehr informieren.
Zuallererst bemerkt habe ich, glaube ich, das oder ja, gesehen, das vermehrte Haarwachstum an Armen und Beinen und ein Kratzen in der Stimme. Also so hat es angefangen. Freuen und gefreut und freuen tue ich mich natürlich auf alle Veränderungen. Am meisten gefreut habe ich mich bis jetzt über die tiefe Stimme. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alle Menschen einfach ein viel größeres Maß an Toleranz und Mitgefühl entwickeln und auch einen stärkeren Willen dazu, Dinge zu verstehen, die man am Anfang vielleicht noch nicht versteht. Und einfach ein sensibles Verständnis mit solchen Themen umzugehen und nicht einfach wahllos irgendwelche Fragen zu stellen, die einem gerade in den Kopf zu kommen, weil diese oft sehr verletzend sein können. Und das geht natürlich alle Themen, was an Transsexualität genauso wie Homosexualität. Und damit danke ich euch, The Nosy Rosie, dass ihr dieses Thema diese Woche gewählt habt. Ihr seid da ja schon ein guter Vorreiter zur Aufklärung. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Dienstag. Ja, ciao. So, das war der Noah. Also wir wollen euch jetzt noch auf den Channel von dem Noah euch hinweisen. Sarah bildet es hier unten ein. Da. Geht da ruhig drauf und er erzählt dort auch noch ein bisschen über sich, über seine Story. Ja. Er hat dann Videos in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen hochgeladen, um dann so den Fortschritt seiner Umwandlung festzuhalten. Ja, sehr zu empfehlen. Ja. Zum Abschluss haben wir uns jetzt noch zwei Fragen für euch überlegt. Ja, also die erste Frage lautet: Seid ihr gerade im Moment in einer Umwandlung? Oder habt ihr euch schon mal überlegt, ihr werdet gerne ein Mann oder umgekehrt? Also, wenn ihr jetzt ein Typ seid, wäret ihr gerne eine Frau? Ja. Genau. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Ja. Und dann reden wir auch mehr. Genau. Und ich auch dann. Dann haben wir hoffentlich ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Richtig. So, habt eine schöne Woche. Und haut rein. Macht's gut. Tschüss. Abonnieren. Das ist noch eine Wochenfrage. Was soll das sein? Ist das ein Pokémon? Eine Kuh? Ein Gespenst? Das wurde mir noch gesagt. Ein Schaf sogar? Was glaubt ihr? Dreh dich mal. Dreh dich mal. Einmal drehen. Genau, dreh dich mal. Das hat sogar einen Schwanz hinten. Also, es muss ja irgendwie was sein. So, man konnte das ganz gut sehen. So, was ist das? Was ist das? Ganz liebe Grüße von der Mine noch. Sie hat letzte Woche vergessen, euch mitzuteilen, dass sie ab heute für 4 Wochen in Sri Lanka sein wird. Also werden es wahrscheinlich minefreie Wochen jetzt, die nächsten 4 Wochen, aber dann ist sie wieder dabei und wünscht ihr viel Spaß. Wir wünschen auch, ihr natürlich auch genau, viel Spaß aus Winst. Ganz, ganz liebe Grüße, komm heil wieder, ne? Und pass auf dich auf. Ciao. Tschüss.